Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Planet Coaster. In der letzten Folge haben wir unseren Park noch ein wenig weiter ausgebaut und konnten ohne Probleme das einfache Ziel erreichen vom Planet Coaster. Und da haben wir auch schon einiges gemacht. Unser nächstes Ziel ist unser mittleres Ziel und dafür brauchen wir 800 Gäste und eine Szeneriebewertung von 100. Die 800 Gäste haben wir fast. Aber die Szeneriebewertung fehlt uns auf jeden Fall noch. Also würde ich mal sagen, wir müssen den Park noch weiter ausbauen. Ich habe ja gesagt gehabt, wäre ja schön, wenn ich in der nächsten Folge... Wenn ich in der nächsten Folge eine Achterbahn bauen könnte. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich schon so hinhaut mit der Achterbahn. Von der Kohle her, weil es mir einfach so viel Spaß macht, den ganzen Park hier weiter zu dekorieren. Dass ich gar nicht dazu komme, beziehungsweise gar keine Kohle habe im ganzen... Achterbahn so zu bauen. So. Ach, sieht das schön aus. Habe ich nämlich schon dreimal erwähnt. Mindestens. So. Ja, was bauen wir, was machen wir als nächstes? Das ist eine gute Frage. Erforschen will ich jetzt noch nicht unbedingt. Wir haben ja noch so ein paar Sachen da, die wir theoretisch bauen könnten, wenn wir genug Kohle hätten. Hä? Was ist mit denen los? Lauf den. Wir könnten theoretisch noch so einen Laden hier bauen, beziehungsweise so ein Gebäude. Ich habe noch so ein paar coole Dinger, aber die kosten ja auch erstmal eine Schweinegeld. Ah, sehen aber schön aus, die Dinger. Könnte theoretisch auch noch so einen Weg durchführen. So ein einzelner Weg. Vielleicht so ein Warteschlangenweg. So, wenn man irgendwie so eine Warteschlange hat. Könnte theoretisch gehen. So, was ich noch vorhatte, war Folgendes. Ein paar Bäume kopieren. Damit wir so einen kleinen Wald erzeugen können damit. Damit es dann so ein bisschen voller aussieht. Weil ich würde da gerne noch ein bisschen was mitmachen. Und zwar habe ich das vor einigen Parks schon mal gemacht. Und ich glaube, das sieht hier bei Schnee auch wieder richtig gut dabei eigentlich aus. Aber dafür bräuchten wir erstmal so ein bisschen mehr Wald. Hier brauche ein bisschen mehr Wald. Bis das ordentlich knallt. So. Theoretisch brauchen wir bald ein bisschen mehr Wald. Da hätten sie es wieder so ein bisschen einsam und kahl aus. So. Bam 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 bam. Moment, wir hatten eigentlich theoretisch auch noch andere Bäume gehabt, ne? Ich guck gerade mal, oder so Steine hätten wir eigentlich auch noch. Ja, wir bräuchten schon irgendwelche Bäume mit so Schnee dran. Also kleinere. Kann man auf jeden Fall gut daneben stellen. Die müssen wir nicht jedes Mal kopieren. Theoretisch hätte ich die anderen auch nicht kopieren müssen. Ich hätte die einfach hier aus dem Menü nehmen können. So ein bisschen Vielfalt dazwischen. So ein paar kleine Tannen. Passt auf jeden Fall super. Nehmen wir auch noch so eine kleine Tanne dann in den Rücken rein. So, pass mal auf. Und zwar hatte ich jetzt Folgendes vorgehabt. Oh, können wir ein bisschen Schnee dazwischen noch machen.
Ach, das sieht so schön aus. Alles klar. Wir müssen, glaube ich, auf... Was gibt's denn hier? Ach so. Und zwar hatte ich jetzt was vorgehabt, was ich ja, wie gesagt, auch schon mal in einem anderen Park vorhatte, beziehungsweise auch gemacht habe. So. Müssen wir noch ein bisschen unterirdisch machen. Nee. So, wie $20 kostet ein Ding, das geht ja noch. Das ist, glaube ich, noch im Rahmen. Das könnten wir auf jeden Fall machen. So, müssen wir gleich mal gucken, wie es aussieht. So ein bisschen Bodennebel hier so ist. So ein bisschen Bodennebel. So ein bisschen kühler hier. Kann man, glaube ich, so machen. Also würde ich jetzt den Leuten so abkaufen, dass es so ist. Das sieht ja gut aus. So. Da könnte man theoretisch auch noch ein bisschen mit dem Licht arbeiten. Wir haben ja noch die komischen Strahler da oben. Die könnte man eigentlich kopieren und da unten hinsetzen, solange wir die halt noch nicht erforscht haben. Was sind die für Schlangen? Weil die Leute hier anstehen wegen dem Wasser. Okay. Die Warteschlange könnte hier ein bisschen mehr sein. Andererseits geht's, sie ist halb voll. Ganz kurz gucken, nicht, dass sie irgendwie... irgendein Laden leer läuft. Nee, die Warteschlangen sind hier richtig, richtig gut voll. Deswegen können wir auch $7 nehmen, wie hier für den Autoscooterladen. So. Mal ganz kurz gucken. Könnten wir eigentlich schon irgendwas zurückbezahlen von dem Darlehen? 1400 benötigen wir. Okay, 750 nehmen wir hierfür, gehen wir zurück und hier nehmen wir 1000 zurück. Dann geht das alles so ein bisschen schneller. Wir könnten uns nachher direkt ein neues Darlehen nehmen, damit wir eine coole Achterbahn bauen können. Dann können wir ein bisschen weiter dekorieren. Da macht mir so ein ultra viel Spaß hier, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Nee, hat er noch nicht. Das ist neu, das sind ganz neue Informationen. Die konnte ich noch gar nicht. Das Spiel macht ihm Spaß. Nee, macht mir keinen Spaß. Und hätte ich ja nicht. Moment, welchen sind wir denn da? 41 Folgen jetzt aufgenommen und davon jeden Tag wirklich eine online gebracht. Weil die Folgen, wie gesagt, müssen auch erstmal gerendert werden und abgeloadet und alles. Und es macht mir immer noch so viel Spaß. Das ist so krass. Ich wollte... Oh, das hat ja gar nichts zu tun. Ich war am Anfang ja immer noch am Überlegen, was machst du überhaupt mit dem Let's Play? Oder machst du überhaupt Let's Play oder machst du einen Let's Test? Machst du da eine Folge raus? Oder was genau wird das überhaupt? Aber dass mir das so viel Spaß macht, hätte ich auch nicht gedacht, dann nur über so einen längeren Zeitraum. So. Haben wir den auch ausgebildet. Theoretisch könnten wir schon den nächsten direkt fortbilden, aber damit warten wir erstmal noch. Solange die halt alle noch ein bisschen zufrieden sind. Die wir eigentlich ausbilden müssten, wäre eigentlich ihn. Den bilden wir direkt mal aus. Der verdient ja ordentlich. Der dauert jetzt mal $15 mehr. Und sie bilden wir dann auch mal aus. Am 23. April aber erst. Schade.
So. Bam, badam, badam, bam, bam. Könnten wir hier das Geld zurückzahlen? Ich habe keine Ahnung, weil wir 1300 benötigen. So, wir lassen mal kurz ein bisschen schneller die Zeit vorlaufen. Damit wir die 1300 ungefähr zusammenbekommen, damit wir das zumindest schon mal zurückzahlen können, die 5000 Dollar. So. Oder wir gehen hin und nehmen schon mal eine neue Darlehen auf. Zahlen damit. Nein, machen wir nicht. Nein. Da warten wir jetzt mal eben ganz kurz. Nein, wir hätten fast gehabt. Komm. Jetzt haben wir's. So. Deswegen gehen wir hin, machen es dann langsam, beziehungsweise stoppen sogar und nehmen die 15.000 Dollar und bauen uns jetzt unsere Achterbahn. So. Wo passt die jetzt am besten hin? Da. Das ist aber doof. Moment. Bam, badam, bam, 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 badam, bam, 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 bam. Da wird's hinpassen. Ja, könnte man eigentlich da machen, oder? Geht, glaube ich, in Ordnung. So. Unseren Eingang. Wir setzen unseren Eingang mal dahin, weil die Leute warten ja immer hier in den einzelnen Buchten. Wichtig ist nur, dass die Leute halt schnell aussteigen können, weil so lange können keine neuen Leute einsteigen. Von daher bauen wir da erstmal einen Weg hin. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Welche Breite haben wir denn hier nochmal gehabt? Ich weiß das gerade gar nicht. Nehmen wir mal eine 6er Breite hier. So. Bauen wir eine Warteschlange. Die haben auch neue Musik eingebaut, ne? Das sind alles solche... So eine neue Baumusik. Davon gibt es auf jeden Fall viel mehr. Als vor dem Patch, glaube ich. Also würde mich jetzt wundern, wenn die... Wenn es die Musik früher schon gegeben hat. Nur ich wusste davon einfach nichts. So. Wagenfarbe. Wagenfarbe. Oh, ein bisschen rot. Ein bisschen weihnachtlicher anpassen alles. Könnte man nicht weiß machen, oder? Ein bisschen weißer, damit wegen dem Schnee oder so. So ein leichter Weißfilm da drauf. So, was haben wir hier? Das Rote? Leuchtet auf jeden Fall in so einem Rot. Was haben wir hier? Achso, die Wagen dahinter. Na, ich weiß nicht, schwarz sieht doof aus, oder? Könnten die Hülle aus dem Weiß machen? Oder wir machen ihn so im Grau. Das würde noch gehen. Und vorne. Vielleicht
ist noch orange. Oder? Was? Oder dann machen wir dunkel? Ich glaube, dunkel geht eigentlich bei dem Ding. Ich glaube, dunkel können wir da machen. Musik. Gibt es da irgendwie so schöne Weihnachtsmusik? Weihnachtsmusik würde, glaube ich, gerade am besten dazu passen. Planet Dubstep. Ja, Dubstep ist hier super. Dubstep passt, glaube ich, super dazu. Spielplatz im Nebel. Nehmen wir. Spielplatz im Nebel. Gibt mir auf jeden Fall so eine kleine Idee schon mal, wie ich das am besten hier alles dekorieren könnte. So, Zuganzahl haben wir bei 3. So, ich glaube, bevor wir starten können, müssen wir auf jeden Fall erstmal einen Test starten. Und da wollen wir natürlich direkt mitfahren. So, fahren wir auf jeden Fall eine Runde mit. Ich bin mal gespannt. Hier kommen auf jeden Fall noch ein paar Bäume und so zwischen. Und Spielplatz im Nebel. Könnten wir eigentlich gut auch den Nebel dann dazwischen kopieren, den wir auch schon so kennen. Also mit den Bäumen sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und die Bäume sind auch am weitesten weg. Wenn wir die jetzt noch hier so zwischen stehen hätten und so. Vielleicht können wir da sogar noch so eine Höhle drumherum bauen. So ein. Könnten wir eigentlich auch noch machen. Oder fallen mir so richtig gute Sachen ein. Okay, die Achterbahn kriegen wir auf jeden Fall, glaube ich, gut dekoriert. Da müssen wir keine Angst haben. Wie cool allein der Sound ist auch von der Achterbahn. Wie das Holz am Knarzen ist und so. Das ist richtig gut gemacht. So. Dann hätten wir fertig. Einmal ganz kurz gucken. So, Test beenden. Übelkeit ist super. Können wir aufmachen. Wie viel nehmen wir dafür? 11 Dollar. Lassen wir erstmal bei 11 Dollar. Gucken wir uns erstmal an. Wie beliebt der ganze Laden ist. Die ganze Achterbahn hier. Ja, ich weiß, die Warteschlange ist ja zu lang. Egal. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass wir hier vielleicht so einen Tunnel bauen können. So. Ach, das macht so einen Spaß. Ich weiß noch, wie teuer Terraforming damals war in den alten Rollercoaster-Teilenteilen. Da war, glaube ich, richtig schweineteuer gewesen, wenn du da so ein. Bei den ersten und zweiten, wenn du da so einen Block weggemacht hast und so was. Das war noch richtig teuer gewesen, glaube ich. Wenn du da aus Versehen auf einmal zu viele Blöcke weggemacht hattest, warst du dann auf einmal schon ein bisschen was los gewesen. So gut gemacht, dass hier einfach so der Tunnel sich drumherum bildet. So. Ein bisschen ausmodellieren noch. Okay, wir gehen mal ein bisschen mit der Stärke runter. So,
So, hier unten brauchen wir einfach nur ein bisschen Geröll und Gestein. So, können die Leute super da durchfahren. Aber das ist natürlich noch nicht alles, sondern wir brauchen... Nebel. Moment. Nee, wir brauchen gedrehten Nebel. So. Okay, jetzt kann ich gar nicht ranzoomen. Ich kann weg, aber nicht ran. Okay, jetzt geht's. Ich weiß nicht, der Nebel hält sich ein bisschen in Grenzen, ne? Da gab's doch schon mal mehr Nebel. Hallo? Tut sich gar nichts. Das ist Dampf. Brodelnder Dampf. Ich weiß nicht, könnte irgendwie spektakulärer sein. Ich glaube, lassen wir erstmal weg. Lassen wir den Tunnel auf jeden Fall so da drin. Könnten wir hinterher auch noch ein bisschen mehr ausmodellieren. Aber für den Anfang können wir den auf jeden Fall erstmal so lassen. So, wir brauchen Bäume. Wir brauchen Bäume. Und zwar die mit Schnee drumrum. Sieht auf jeden Fall richtig schön dann aus, wenn du hier so eine Achterbahn fährst. Da stehen so ein paar Tannen drumrum. Tannenwald. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall schon so ein paar. Deswegen kann ich, glaube ich, erstmal so ein paar so dahin setzen und die anderen drehen wir dann alle gleich. Weil wir werden ja einige hinsetzen wollen, würden. Machen wir auf jeden Fall. So, jetzt drehen wir die. So, drehen wir nochmal ein bisschen. Sind da nicht alle Tannen? Wir haben ja noch eine Sorte von Tannen, die wir noch dazwischen setzen werden. So, Tannen ein bisschen drehen. Machen wir so einen richtig schönen Tannenwald da. So, auch schön dazwischen. So, noch ein bisschen drehen. Dann können auch super unter der Bahn sein. Richtig schön dichten Tannenwald. Festliche Feiertagsparks. Mittelschwere Ziele erreicht. Ja, schön. Hatten wir auch schon fertig? Geht ja alles so hier ratzi-fatzi, da geht ja hier suppi. So, drehen wir noch ein bisschen. Da geht ja schneller als gedacht alles.
Warum einfach nur alles so ein bisschen nebenbei, wenn wir hier ein paar Bäume pflanzen? Dazwischen so ein bisschen näher mal gucken. Und aber hingehen, hier müssen wir mal gucken, ob wir den Weg irgendwie anders bauen. Zahlen wir auf jeden Fall zurück. Aber haben wir nur noch den einen Kredit am Laufen. Von daher passt das schon irgendwie. So, die Leute steigen aus. Ein bisschen Beleuchtung kriegen sie auch noch. So. Und neben dieser coolen Beleuchtung kriegen sie auf jeden Fall auch noch einen Sitz. Gucken, wo ich den am besten hinsetzen kann. Da können wir einen Sitz hinbacken. Da passt auch noch ein Apfeleimer hin. So. Dass sie nicht den ganzen Müll auf den Boden werfen müssen. Dann würde ich mal sagen, wir fahren doch mal eine Runde mit. Und zwar in einem anderen Zug. Nehmen wir natürlich diesen Zug. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, wie das alles aussieht jetzt mit dem Tannenwald drumherum. Mal gucken. Da könnten wir auf jeden Fall auch noch so einen Nebel reinsetzen, glaube ich. Bin mal gespannt. Nee, du Kleiner. Komm, der freut sich. Der freut sich. Yay. Guck mal, der gefällt dem auch. Mensch, der Mann, der dir gebaut hat, sie voll viel Mühe gegeben. Hey, oh, die ganzen Bäume. Schau schön. So. Ja, sieht doch gleich schon viel cooler aus. Da hinten sind die ganzen Geschäfte, beziehungsweise die ganzen Läden. Und hier sind die ganzen Bäume dazwischen. Und hier geht es einfach durch so einen Tunnel durch. Gefällt mir schon richtig gut. So, hier geht's nach oben. Yay, das sind unsere Beine und unsere Hände. Da müssen wir ganz kurz hier warten, dass der nächste Zug bei der nächsten Station weitergefahren ist. Deswegen können wir uns jetzt gerade ein bisschen umgucken. Da hinten ist sogar so ein See. Ob der eingefroren ist? Ich weiß es nicht. Da geht es hier weiter. Da kommen wir schon wieder an den ersten Tannen vorbei. Ich war mal damals, als ich noch kleiner war, auch in so einem Freizeitpark gewesen. Und da gab es auch so eine Holzachterbahn, oder so eine Minenachterbahn. Ich glaube, die sah auch so ungefähr so aus wie diese hier. Und die führte auch durch so einen Tannenwald durch. Und da mit dem Schnee drauf, deswegen erinnert mich das gerade alles so extrem daran. Richtig schön. Das war so richtig cool gemacht auf jeden Fall. So. Gucken, was macht die Achterbahn. Die Achterbahn macht gut Gewinn. $4000. Sieht doch schon richtig nice aus. Könnte man vielleicht nochmal den einen oder anderen Tunnel reinbauen, aber müsste man eigentlich nicht. Könnte man machen. Weil vielleicht so ein klein bisschen Bodennebel. Okay, vielleicht setzen wir... Wir haben einen Mitarbeiter drin, beziehungsweise einen Hausmeister. Setzen wir hier noch einen rein.
Ja, komm, setzen wir noch zwei rein insgesamt. Und wir setzen noch Festlicher Coaster King rein. Boah, sieht der cool aus. Ja, was ist von dir? Achso. Sieht der cool aus. Haha, wie cool. So. Okay, Leute können aufräumen. Guck mal ganz kurz, was sagt unser Personal? Der möchte am liebsten direkt eine Fortbildung haben. So gut geht's ihm schon wieder gar nicht. Der Viktor hat gar nicht so viel zu tun. Finde ich super. Bedeutet, unsere Geschäfte fallen nicht so schnell aus, beziehungsweise unsere ganzen Fahrgeschäfte. So, mal ganz kurz gucken. Er hat schon eine Fortbildung bekommen. Er bekommt noch eine. Bekommt direkt 15 Dollar auch nochmal mehr. Du bekommst noch eine Fortbildung. 15 Dollar mehr. So, damit der Onti hier was verkauft. Dann guck mal ganz kurz. Wie viel Gewinn macht ihr denn? 456 im letzten Monat. Und 898 im letzten Monat. Das war super. Ganz kurz gucken, die Toiletten, machen die überhaupt Gewinn? 38 Dollar. Naja, besser als nichts. So, die singen dann noch schön. Okay, die Donuts. Und der Kaffee ist auf einmal gar nicht mehr so beliebt. Also Donuts werden hin und wieder auch noch gekauft und Kaffee. Aber richtig beliebt sind die nicht mehr, solange es so, weil es hinten auf einmal irgendwie Wasser gibt. Die Leute wollen ja lieber Wasser haben. Muss man die Leute verstehen. Also ich hätte jetzt lieber so einen Kaffee und so. So, 8,50 Dollar. Mal ganz kurz gucken. Hier mal 6 Dollar. Hier passt das auch. Hier passt schon gar nichts mehr. Oh, oh. Hier haben wir 4,80 Dollar. Nehmen wir ein bisschen weniger. Die Leute rennen am Anfang hier überall ran vorbei, oder was? Warum denn? Hier wollen die nicht ran. Hier gehen die nicht rein. Die wollen lieber bis hinten zur Achterbahn durch oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Forschung. Geldautomat wollen wir forschen. Cosmic Cow. Hüte. Hüte ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Hüte wollen wir auch noch haben. Chief Beef. Bis jetzt haben wir Donuts. Donuts laufen nicht mehr so gut. Vielleicht kriegen Leute Hunger. Wir nehmen auch noch einen Chief Beef. So, dann hätten wir alles. Na, dann würde ich mal sagen. Guck mal hier. Boah, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ihr wollt jetzt nicht... Was ist denn hier los? Ihr wollt jetzt nicht alle hier an den Souvenirladen ran, oder? Oder an den Wasserladen? Ist das euer Ernst? Was? Wo waren die Leute denn überall dran? Was? 5 Dollar? Und 5 Dollar und 6,50 Dollar? Das gebt ihr gerne aus? Und ihr gebt auch gerne 16,50 Dollar aus pro Souvenirartikel. Das ist ja voll Knorke. Das ist richtig gut. Was ist denn hier für eine Schlange? Wo wollen die alle hin? Soll mich nicht stören, sagen wir mal so, ne? So, Finanzen 1500 Maximum. Gehen wir mal auf 1500 hoch. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht. Und welche coolen Sachen wir dann als nächstes bauen können, wenn unsere Forschung durch sind. Na ja, gut, wir können Geldautomaten bauen, einen Chief Beef Burger und, was war noch jemand gewesen? Ich glaube, Cosmic Cow, oder? Oder war das die Mischig? Ich könnte nachgucken. Egal, guck mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal bei Planet Coaster wieder dabei wärt. Bis zum nächsten Mal.